Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Wir sind in Brasilien, yay! Juhu! Und wir sind bereits mitten im Pantanal, stehen gerade auf einer dieser ganz, ganz vielen Holzbrücken, die es zum Überqueren gibt im Pantanal. Das Pantanal, das größte Binnenfeuchtgebiet der Welt, und wir sind unglaublich gespannt, was uns da alles erwartet. Und so happy, dass wir endlich hier sind. Es wird spannend, also bleibt dran. Erstes Camp hier im Pantanal, im südlichen übrigens, ist gerade neben dieser Brücke. Wir haben gerade vorher vier Kaimane entdeckt da drin. Wunderschöne Stimmung im Moment, kurz vor Sonnenuntergang. Da ist die Brücke und da ist unser Taku. Und hier verbringen wir jetzt die erste Nacht im Südpantanal. Und wir hoffen mal, dass wenn wir aufs Klo müssen, kein Kaiman uns begegnet, weil die sind da drinnen. Jetzt ist Endstation. Wir stehen jetzt hier am Rio Paraguay. Jetzt brauchen wir eine Fähre. Mit der Straße geht es hier nicht mehr weiter. Auf der anderen Flussseite ist Manga, eine winzig kleine Ortschaft. Wir sind drauf auf der Fähre und schon geht's los. Jetzt haben wir uns gerade verabschiedet von unserem Camp hier in Corumbá und fahren zum Hafen. Ja, es geht bald aufs Floß und da sind wir super gespannt. Wie vereinbart stehen wir hier um 11, morgens um 11 am Hafen. Und hier stehen sie, diese Pontons, diese Flosse, wo im Normalfall Vieh transportiert wird. Heute wird es für uns dann mit diesem Ponton
auf den Rio Paraguay gehen. Gerade eben habe ich mit einem der Crew kommuniziert, so gut es ging. Die Pontons werden voraussichtlich um 3 Uhr beladen. Das heißt, wir warten jetzt hier 4 Stunden. Es ist bereits nach 15 Uhr. Ja, 4 Stunden haben wir jetzt gewartet. Es geht immer noch nicht los, aber ja, was soll man machen? Wir sind hier in Brasilien, in Südamerika. Da läuft die Zeit einfach langsamer. Es ist jetzt 17 Uhr. Wir warten jetzt bereits seit 6 Stunden. Es ist 18 Uhr. Cheers. Skoll. Skoll. Wie das Bier hier heißt. Skoll. Also wir stehen jetzt immer noch hier am Hafen Porto Moinho in Corumbá. Und gerade eben ist ein Abschleppfahrzeug oder so was Ähnliches angefahren gekommen. Jetzt wird es spannend. Sehr spannend. Anscheinend wir zuerst aufs Bergungsfahrzeug und dann vom Bergungsfahrzeug aufs Ponton, aufs Floß. Weil das Floß zu hoch vom Boden ist und vor ein paar Wochen ein LKW runtergesaust ist. Mal schauen. Ja! Wow! Wir sind um! Was für ein Abenteuer! Na dann, tschüss Corumbá! Und jetzt geht's auf dem Rio Paraguay hoch nach Porto Joffre mitten durchs Pantanal. Schönen guten Morgen! Wir sind jetzt mitten im Pantanal und tuckern so dahin auf dem Rio Paraguay und ich zeige euch jetzt gleich, wie es da außen aussieht. Es ist unfassbar schön. Unser erster Lunch auf dem Ponton, mitten im Pantanal, mitten auf dem Rio Paraguay. Wahnsinn! Ja. Guten Appetit! Es ist inzwischen brütend heiß und was machen wir so den ganzen Tag auf so einem Floß? Brot backen? Das Brot ist fertig. Lesen. Spannendes Buch. Ja.
und Schatten suchen. Das ist schon was, das auch ganz wichtig ist heute. Und hier die Aussicht ins Gebüsch. Und die Aussicht in die andere Richtung. Guten Morgen ein zweites Mal. Guten Morgen. Frühstück auf dem Ponton. Frischen Kaffee. Und das ist die Aussicht. Da mitten in den Dschungel rein blicken wir hier von unserem schönen Platz auf dem Ponton. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist bereits der dritte Morgen und unsere Fahrt nach Porto Joffre endet heute. Schon wieder? Ja. Aber schön war es, super schön. Schön war es. Absolut geniales Erlebnis. Jetzt noch ein paar Stunden auf dem Ponton und dann gehen wir Jaguar gucken. Vielleicht schon unterwegs. Im Moment stehen wir noch am Porto Seviana. Hier haben wir die Nacht verbracht. Und bald geht es weiter Richtung Porto Joffre. Ist gerade schön mal vom Boot weg. Jetzt gehen wir aber wieder rauf. Mal gucken, ob es Kaffee gibt. Es ist Samstagnachmittag, kurz nach drei. Wir sind am Mittwochabend gestartet. Hier auf diesem Ponton sitzen wir jetzt schon eben seit Mittwoch. Und? Jetzt sehen wir Porto Joffre da vorne. Die ersten Häuser tauchen auf. Allzu viele gibt es zwar auch gar nicht, da ist nicht groß. Aber ja, das Ziel kommt näher. Ist noch wahrscheinlich etwa ein Kilometer, zwei. Und dann sind wir da, haben es geschafft. Wow, yeah. Es war einfach mega, echt ein geniales Erlebnis, würden wir nicht missen wollen, echt nicht. Nein, wirklich schön, traumhaft, so mit 7-8 Stunden Kilometer oder Kilometer in der Stunde übers Wasser zu tuckern, auf diesem Fluss, einfach wunderschön, ganz viele Vögel, unglaublich schöne Natur, ja, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Porto Joffre ist der Ausgangspunkt fürs nördliche Pantanal und wir haben hier einen super coolen Campingplatz gefunden. Super cool von der Lage her, ist direkt am Fluss. Wir sehen hier unten Kaimane, wir sehen Capybaras und es ist hier auch der Ausgangspunkt für Touren ins Pantanal. Aber jetzt zeige ich euch mal ein Camping und wo wir hier in Porto Joffre abgestiegen sind. Thank you.
Guten Morgen aus Porto Joffre. Yeah, auf geht's. Juhu, Jaguar schauen. Drückt uns die Daumen, dass wir ganz viele Jaguars sehen. Ah, das wäre so cool. Einen mindestens. Oder vielleicht 7? Ein Jaguar wurde gesichtet. Ob wir ihn auch sehen? Jetzt sind wir auf der Transpantaneira. Juhu! Richtung Norden. Richtung Norden. Wie viele Kilometer sind es? 170 oder sowas? Ja, nicht so viel. Ne? Aber halt nicht die beste Straße und darum nicht ganz so schnelles Vorankommen. Es ist eine Kiesstraße. Im Regen ist es sehr lehmig, aber es regnet nicht zum Glück. Es ist herrliches Wetter, sehr heiß, trocken. Staubig. Und was uns jetzt erwartet, sind ganz viele Brücken. Es sind, weiß nicht genau, über 100 oder 120 Brücken, kann ja mal zählen, über die wir drüber müssen. Und einige sind in desolatem Zustand. Na, wir sind gespannt. Mal schauen. Los geht's. Tja, ganz so weit sind wir nicht gekommen. Was ist die vierte Brücke? Die zweite? Ich glaube, wir stehen an der vierten Brücke etwa. An der vierten. Und ja, die ist gesperrt. Das ist eine relativ lange, sieht relativ alt aus und ist teilweise eingestürzt. Das heißt, wir sitzen jetzt so ein bisschen in der Falle, in der Sackgasse. Die Straße endet bei Porto Joffre, wo wir mit der Barke, mit dem Ponton angekommen sind. Von hier aus Richtung Süden gibt es nur den Weg über den Fluss wieder zurück. Oder hier Richtung Norden, aber Richtung Norden ist die Brücke im Moment zugesperrt. Die sind fleißig am Bauen dran. Wir haben gehört, mal mindestens 3 Tage geschlossen. Mindestens 3 Tage brauchen sie, bis die Brücke wieder befahrbar ist. Mal schauen, ob es wirklich so schnell geht. Naja, das heißt, wir haben ein paar Tage Zeit in Porto Joffre. Urlaub in Porto Joffre. Okay, dann gehen wir wohl zurück ans Camp da am Fluss, am Rio Cuiabá und genießen die Zeit, schreiben Blogposts. Genießen die Ruhe, weil viele Leute werden nicht kommen. Ja, das Witzige ist, gestern dachten wir noch, es kam eine große Gruppe Motorradfahrer, dachten wir, ja gut, die Straße ist offen, also ist ja klar, das ist kein Problem zum da hin und her fahren. Aber die können natürlich auf ein kleines Boot und können so rüberschippern.
Aber es ist keine Fähre, es ist keine Barke. Also wir mit unserem Auto Keine können Chance. nicht Kleine da. Motorboote, Und Tourist. durchfahren ist auch keine Option. Nein. Der Fluss sei 10 Meter tief. Oder Okay. mehrere Meter tief, genau. Ja, Personen werden transportiert. Da kommt ein Bus von Norden her, fährt die Leute an den Fluss. Die Leute kommen mit dem kleinen Boot rüber und hier werden sie wieder mit dem nächsten Bus bis ganz unten gebracht. Aber das ist natürlich keine Option für uns, einen Taku stehen zu lassen. Das heißt, wir gehen jetzt Nicht wirklich. zurück. Wir sind wieder unterwegs, wieder auf der Transpantanaira und hoffentlich haben wir heute mehr Glück. Wir haben gerade vernommen, dass zwischen 12 und 2 die Brücke für leichten Verkehr geöffnet ist. Wir gehen jetzt mal schauen, ob das so ist und ob wir unser leichte Fahrzeuge noch durchgehen. Wir sind jetzt bei der Brücke. Da hat es 2, 4, 5, 6 Autos. Einige Motorradfahrer. Ich nehme an, die haben alle davon gehört, dass man heute zwischen 12 und 2 rüber kann. Noch ist die Brücke geschlossen. Also die Arbeiten sind noch voll im Gange. Ich glaube, da fahren wir heute noch nicht rüber. Ich stehe jetzt hier unterhalb der Brücke und so sieht es im Moment aus. Im Moment sind sie noch mit Hochdruck am Arbeiten. Und ob das heute noch was wird, wir werden sehen. Wir haben Geduld und warten ab. Es sieht gut aus. Wir stehen wieder vor der Brücke und der Tourbus, der entgegengekommen ist, hat so gemacht. Ja, ich glaube, die Brücke ist wieder offen. Es ist jetzt 14:15. Schauen wir mal. Vor uns stehen noch ein paar Autos, aber wir sehen Bewegung reinkommen. Ich glaube, es wird da einer nach dem anderen über die Brücke geleitet. Und bald sind auch wir dran. Geschafft! Wir haben die Transpantanaira geschafft. Und sind jetzt im Norden, im nördlichen Ende der Straße angelangt. Über alle Brücken geschafft. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.